created it by hand. From mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book, just open up and take a look. Anfang war Gott. Die Erde war finster und leer. Gott betrachtete die Oberfläche der Welt. Es war an der Zeit, dass etwas geschah. Es werde Licht. Und auf der Erde ward Licht. Ich werde das Licht Tag und die Finsternis Nacht nennen. Und so entstand erst die Dunkelheit und dann das Licht. Und dies war der erste Tag der Welt. Aber Gott hatte gerade erst begonnen. Die nächste Aufgabe war es, den Himmel über der Welt zu erschaffen und ihn mit Wolken zu bedecken. Und dies war der zweite Tag der Welt. Am dritten Tag schied Gott das Wasser vom trockenen Land. Und Gott erschuf all die Dinge auf der Welt. Er schuf Felsen und Berge, Täler, Wüsten und Strände. Er schuf große Inseln und er schuf kleine Inseln. Er schuf Ozeane und Meere, Flüsse und Seen. Aber es ging noch weiter am dritten Tag, denn Gott war noch nicht fertig. Es war an der Zeit, die Pflanzen zu erschaffen. Gott schuf hohe Bäume und kleine Büsche, Ranken, Farne, Blätter und Blumen. Gott gab all den Blumen verschiedene Größen, Farben, Gestalten und Düfte. Und Gott schuf all die Gräser und Pflanzen und Bäume, die Samen und Früchte hervorbringen am dritten Tag. Am vierten Tag erschuf Gott ein strahlendes Licht am Himmel, die Sonne, um den Tag zu erhellen. Und ein silbernes Licht, den Mond, um auch die Nacht zu erleuchten. Und als besonderes Detail gab Gott der Nacht Millionen und Abermillionen von funkelnden Sternen. Am fünften Tag schuf Gott die Wesen, die in dieser wunderbaren Welt leben sollten. Er schuf Vögel. Und mehr Vögel. Und noch mehr Vögel.
Und in den Ozeanen und Meeren und Seen und Flüssen schuf Gott Fische. Und die Ozeane waren angefüllt mit allen Arten der erstaunlichsten Wesen. Dies war das Ende des dritten Tages. Aber es gab noch immer viel zu tun für Gott. Am sechsten Tag war es an der Zeit, all die anderen Tiere zu erschaffen. Es gab so viele Tiere zu erschaffen. Große Tiere. Und kleine Tiere. Es gab gepunktete Tiere und gehörnte Tiere. Jedes einzelne von Gottes Tieren war wunderschön. Und an diesem sechsten Tag tat Gott noch etwas anderes sehr Wichtiges. Gott erschuf den ersten Menschen. Und diesen Menschen nannte er Adam. Dann blies Gott den Atem des Lebens in Adam. Wo bin ich? Willkommen in der Welt, Adam. Wer bist du? Ich bin Gott. Sieh dich um. All die Pflanzen der Erde und all ihre Samen und Früchte schenke ich dir. Und all die Tiere, auch über sie gebe ich dir Macht. All dies ist dein. Nutze es, kümmere dich um alles und beschütze es. Sitz! Sitz bitte! Gott betrachtete, was er geschaffen hatte und war glücklich. Und am siebenten Tag ruhte Gott. Ah, es ist sehr gut. Und Gott wollte, dass Adam an dem wunderbarsten Ort leben sollte, den es je geben konnte.
Und so pflanzte Gott einen wunderschönen Garten, in dem Adam leben sollte. Er nannte ihn den Garten Eden. Gott ließ einen großen Fluss durch den Garten fließen. Und der große Fluss teilte sich in vier weitere Flüsse. Adam hatte in dem Garten alle Tiere zur Gesellschaft. Entschuldige. Hey! Adams erste Aufgabe war es, all den Tieren Namen zu geben. Die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, klingt nach reichlich Arbeit. Ich werde so beschäftigt sein wie die Biene hier. Ich muss mein Hirn ergründen und für jedes lebende, atmende Ding den richtigen Namen finden. Oh ja. You with the large brown spots, eating from treetops, your neck is the biggest part of you. Twisting round so easily, I believe your name will be Stretchy. Now that's pretty catchy. Or perhaps Giraffe will do. The jungle must be long to one so fierce and strong. I shiver and tremble at your growl. So you with the flowing mane, I give you the kingly name, Rory. No, that fits you poorly. Maybe lion is fine for now. Those flippy flappy things, I think I'll call them wings. And creatures they're attached to will be birds. The redbreast will be robin, ostrich that big odd one. Parrot is the clawed one, who repeats all my words. I'd say your fancy shell protects you very well, although it can slow you down a bit. So you with the scaly skin, I name you and all your kin Pokey. Nah, too hokey. No, your Wordle be Turtle. Yeah, just right. The swimmers in the sea will mostly fishes be, with whale and snail and lobster one and all. The orange one is goldfish, cod, the ice cold fish. Tadpole has the bold wish of one day being frog. The way you jump around, you hardly touch the ground, and scamper so fast you're just a blur. So you with the cotton tail, you'll be known on every trail as Hopper. No, that's not proper. Oh, I have it, you're rabbit for sure. It's still early in the day, and I'm well on my way to naming every animal I know. Why, there's only half a million more to go. Du hast offensichtlich einen guten Freund. Ich möchte auch einen Freund haben. Oh. Es gab sehr viele Tiere zu benennen. Adam wurde sehr müde über der Frage, wie er sie nennen sollte. Und Gott schaute herab auf Adam, der im Garten schlief. Und Adam sah sehr einsam aus. Und Gott entschied, dass Adam jemanden zur Gesellschaft brauchte, jemand, mit dem er leben konnte. Gott beschloss, dass es an der Zeit war, eine weitere Person zu erschaffen, und so schuf Gott die erste Frau.
Was? Hallo. Hallo, Mist. Wo bin ich? Du bist in Gottes Garten, dem Garten Eden. Es ist sehr schön hier, du wirst sehen. Das sind meine Freunde. Das ist ein Affe und das ist ein Hund. Und das ist, ich hab dir noch gar keinen Namen gegeben, oder? Hey, ich schätze, du brauchst auch einen Namen, oder? Wie gefällt dir Eva? Oh, das ist sehr hübsch. Eva, es gefällt mir. Und mir gefällt dieser Ort. Mir auch. Weißt du, Gott hat diesen Garten für mich gemacht. Ich meine für uns, um darin zu leben. Und alles ist sehr hübsch und du kannst alles essen, was du willst. Nicht und ganz. Wer war das? Das war Gott. Oh. Er hat uns erschaffen. Es gibt eine Frucht im Garten, die ihr nicht essen dürft. Tatsächlich? Dies ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ihr könnt alle anderen Früchte des Gartens haben, aber die Früchte dieses Baumes dürft ihr nicht essen. Okay, Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Nicht essen. Auf gar keinen Fall essen. Richtig. Alles andere in diesem Garten ist okay, aber nicht von diesem Baum. Auf keinen Fall von diesem Baum. Richtig. Und so lebten Adam und Eva glücklich im Garten Eden. Bis eines Tages. Ich bin so froh und das Leben ist schön, die Früchte, Bäume pflücken zu gehen. La 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 la. Hallöchen. Oh, du hast mich erschreckt. Hallo, wie nennt man dich? Nun, ich bin eine Schlange. Schön, dich zu treffen. Es ist auch schön, dich zu treffen. Schöner Tag, nicht wahr? Ein sehr schöner Tag. Schöner Baum, nicht wahr? Ein sehr schöner Baum. Schöne Früchte. Ich muss jetzt gehen. Nein, musst du nicht. Wir lernen uns doch gerade erst kennen. Du willst doch meine Gefühle nicht verletzen, oder? Nein. Gut, ich möchte, dass wir sehr gute Freunde werden. Nun, wie schon gesagt, schöne Früchte, nicht wahr? Du kannst sie essen, weißt du? Was essen? Du weißt, wovon ich spreche. Die Früchte dieses Baums. Du kannst sie essen. Oh, die Früchte? Von diesem Baum? Nein, die kann ich nicht essen. Sicher kannst du. Es ist einfach. Sie sind köstlich. Wir dürfen diese Früchte nicht essen. Gott hat es verboten. Gott sagte, wir bekämen große Schwierigkeiten, wenn wir diese Früchte essen. Nein, ihr bekommt keine Schwierigkeiten. Gott will bloß nicht, dass ihr diese Früchte esst, weil ihr schlau werdet, wenn ihr es tut. So wie Gott. Was ist los? Bist du ein Huhn? Ich bin kein Huhn. Also dann, warum versuchst du es nicht einfach?
nur einen winzig kleinen Bissen. Gott wird es gar nicht merken. Und diese Früchte, kann ich dir sagen, sind unglaublich. Nein, ich kann wirklich nicht. Ich sag's ihm nicht. Versuch sie. Naja, wenn sie mich nicht töten und ich davon schlau werde. Vielleicht nur ein ganz kleines Stückchen. Eigentlich nur ein bisschen knabbern, nicht richtig abbeißen. Nein, wie schlimm kann das schon sein? Wow. Ziemlich gut, was? Ich muss Adam davon erzählen. Adam! Adam! Du errätst nie, was gerade passiert ist. Was? Weißt du, die Früchte? Welche Früchte? Du weißt die, die wir nicht essen sollten. Was ist damit? Du hast doch nicht... Hast du? Hab ich. Eva, wie konntest du nur? Adam, sie sind köstlich. Du musst sie auch probieren. Diese Schlange da drüben hat mir alles darüber erzählt. Ich habe nur ein winziges Stück abgebissen. Eva, wir kriegen Probleme, wenn wir diese Früchte essen. Ich habe keine gekriegt, oder? Ich schätze nicht. Nimm nur einen kleinen Bissen. Gott sieht es wahrscheinlich gar nicht. Nun mach schon. Ich weiß nicht. Sie war gut. Aber plötzlich habe ich irgendwie Angst. Ich fühle mich einfach so, ich weiß nicht, irgendwie so nackt. Meine Güte, ich bin ja nackt. Herrje, ich bin ja auch nackt. Puh, das ist besser. Was haben wir uns nur gedacht? Oh oh. Ich glaube, Gott kommt. Wir stecken in Schwierigkeiten. In großen Schwierigkeiten. Ich glaube, jetzt werden wir was erleben. Wir verstecken uns besser. Adam, Eva, was macht ihr da? Wir, verstecken uns. Warum? Wir wollten nicht, dass du uns siehst. Wir haben etwas Schlimmes getan. Wir hatten Angst. Woher wisst ihr von diesen Dingen? Habt ihr vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen? Naja, ja, aber es war ihre Schuld. Sie hat mich dazu überredet. Es war nicht meine Schuld. Die Schlange hat mich dazu überredet. Das ist schlimm. Ihr habt mir nicht gehorcht. Es tut uns leid. Es tut uns wirklich leid. Ich sorge mich nicht. Was kann mir schon passieren? Du Schlange sollst auf dem Bauch kriechen und Staub fressen, dein Leben lang. Du wirst die Menschen fürchten und die Menschen werden dich fürchten. Das ist deine Bestrafung für alle Zeit. Und ihr, Adam und Eva, da ich euch vertraut habe und ihr mich missachtet habt, müsst ihr den Garten verlassen. Euer Leben hier war einfach, aber draußen wird es das nicht mehr sein. Ihr werdet hart arbeiten müssen und eure Kinder werden ebenfalls hart arbeiten müssen. Ihr werdet lernen, was es heißt, Leid und Schmerz zu ertragen. Hier habt ihr Gewänder, die euch warm halten werden, nachdem ihr den Garten verlassen habt. Nun geht. Stellte einen Engel mit einem flammenden Schwert vor den Eingang des Gartens, damit Adam und Eva niemals zurückkehren konnten. Aber obgleich Adam und Eva ihn missachtet hatten und obgleich sie den Garten hatten verlassen müssen, liebte Gott sie noch immer. Es tut mir leid, Eva. Mir tut es auch leid, Adam. Ich glaube, jetzt sind wir ganz allein. Nicht wirklich allein. Und so begann Adam und Evas neues Leben außerhalb des Gartens.
Von dieser Zeit an war ihr Leben geprägt von Freude und Trauer, guten und bösen Dingen. Aber obgleich sie niemals in den Garten zurückkehren durften, ließ Gott Adam und Eva nicht im Stich. Gott wachte immer über sie, wo immer sie hingingen, für alle Zeit. Created it by hand, from mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book, just open up and take a look. Vor vielen, vielen Jahren im Lande Israel erwarteten die Menschen ein sehr wichtiges Ereignis. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Sie hatten von der alten Geschichte gehört, dass Gott ihnen eines Tages einen neuen König schicken würde. Einen König, der sie beschützen, ihnen Frieden und mehr Freiheit bringen sollte. Wann wird der neue König denn endlich kommen? Unsere Eltern, unsere Großeltern, ja bereits deren Eltern haben versprochen, er würde kommen. Ja, sie sagten, er würde kommen. Ja, aber wann? Selbst im Palast des Königs Herodes wartete das Volk. Schneller! Schneller! Los! Wann kommt der neue und bessere König denn endlich? Was war das? Nichts. Ich habe dir nicht erlaubt zu sprechen. Du wirst für die nächsten 30 Tage nur Wasser und Brot bekommen. Oh nein. 50 Tage. Oh. Altes, trockenes Brot. Und nur 4 Tropfen Wasser. Nein, besser nur 3 Tropfen Wasser am Tag. Was starrst du denn so? Und dann eines Tages in der Stadt Nazareth erhielt die junge Frau Maria überaus erstaunlichen Besuch, einen Engel. Wer bist du? Hab keine Angst, Maria. Ich bin der Engel Gabriel. Ich komme dir eine frohe Botschaft zu bringen. Eine Botschaft? Für mich? Gott hat dich auserwählt, aus all den Frauen der Welt die Mutter seines Sohnes zu werden. Gott hat mich auserwählt? Wie kann das sein? Für Gott ist alles möglich. Du wirst einen Sohn haben. Er wird der Sohn Gottes sein. Und du wirst das Kind Jesus nennen. Was auch immer Gott verlangt, ich werde es tun. Oh. Maria liebte einen Mann namens Josef. Eines Nachts erschien Josef im Traum ein Engel. Josef, Gott hat große, wunderbare Pläne für dich und Maria. Maria wird Gottes Sohn gebären. Er wird Gottes versprochener König sein. Gib ihm den Namen Jesus und achte gut auf Maria und den kleinen König, wenn er kommt. Maria. Meine Maria. Gott hat einen Engel gesandt, um mir von dem Kind zu berichten. Ich liebe dich, Maria. Ich liebe dich auch, Josef. Bald darauf
heirateten Maria und Josef. Es war gerade zu der Zeit, in der Augustus Cäsar, der Kaiser des gesamten Römischen Reiches, eine Volkszählung seiner Untertanen anordnete. 25, 26, 27. Es sind 692 Leute aus der Stadt Hebron und 839 aus der Stadt Jericho. Schreib es auf die Liste. 28, 29, 30. Ich werde müde. Schick Diener ins Land aus, um mein Volk zu zählen. Jedermann wurde aufgefordert, in seine Heimatstadt zu gehen, um sich zählen zu lassen. Josef musste Maria nach Bethlehem bringen, in seine Heimatstadt. Bethlehem war sehr weit entfernt. Entschuldige, Hirte. Weißt du, wie weit es nach Bethlehem ist? Das ist eine weite Reise. 70 Meilen von hier aus. Keine Sorge, Maria. Aber nein. Ich fühle mich sicher bei dir, Josef. Wie ihr seht, erwartete Maria die Ankunft ihres Kindes sehr bald. Vielen Dank, Hirte. Gott sei mit euch. Und auch mit dir. Während des Tages reisten sie viele Meilen weit. Wir haben schon über die halbe Wegstrecke. Ich bin sicher, wir sind bald da. Hier, Maria. Es ist erfrischend und kühl. Danke. Ich habe solchen Durst. In der Nacht schliefen sie unter freiem Himmel. Am nächsten Nachmittag sahen sie einen Wegweiser. Bethlehem war nur noch 3 Meilen entfernt. Wir sind fast da. Bald sind wir in einem gemütlichen Zimmer im Gasthaus. In dieser Nacht waren viele Reisende in Bethlehem. Wo bekomme ich eine Mahlzeit? Wo ist das Gasthaus? Wo gibt es einen guten Ort zum Übernachten? Guten Abend, werter Herr. Können Sie uns den Weg zum Gasthaus zeigen? Aber sicher. Warum nehmt ihr nicht die Abkürzung? Geht einfach um die Ecke, dann den steilen Hang hinauf, am Kornspeicher vorbei, dann rechts, dann links, dann zweimal rechts und dann die zweite links. Dann, Moment. Rechts, links, rechts, links und ihr seid da. Dankeschön. Aber gerne. Hä? Entschuldige, weißt du, wo das Gasthaus ist? Klar, es ist gleich am Ende der Straße. Tatsächlich? Das ist wunderbar. Dankeschön, meine Kleine. Gern geschehen. Gott sei mit euch. Und auch mit dir. Und auch mit dir. Es ist näher, als wir dachten. Oh, wir sind da. Ja? Hört auf zu drängeln. Ich möchte ein Zimmer für meine Frau und für mich. Das will jeder. Es sind jetzt schon so viele Menschen hier. Mein Mann sagt dauernd, ja, ja, ja. Heute Nacht müssen wir in der Küche schlafen. Aber wir sind seit Tagen unterwegs. Was geht denn hier vor? Sie wollen ein Zimmer, was sonst? Ach, es tut mir leid. Wir haben wirklich keinen Platz mehr. Aber meine Frau ist sehr müde. Wir kommen von sehr weit her. Ja, viele Leute kommen von weit her. Und meine Frau erwartet ein Kind. Ich sage euch, was ich tun kann. Wir haben einen Stall draußen. Er ist voller Tiere, aber immerhin habt ihr ein Dach über dem Kopf. Es ist wärmer und sicherer, als draußen im Freien zu schlafen. Vielen Dank. Sie sind sehr freundlich. Kommt, ich zeige es euch. Ihr bekommt wichtige Gesellschaft. Ich hoffe, es wird bequem genug sein. Es ist das Beste, was ich tun kann. Vielen Dank. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Lass uns das Beste daraus machen.
Während der Nacht geschah eine wunderbare Sache. Das Kind wurde geboren, Gottes kleiner Sohn. Wir nennen das Kind Jesus. Maria und Josef liebten ihr kleines Baby wirklich sehr. Ich muss ihn einwickeln, damit er es warm und gemütlich hat. Die Futterkrippe des Ochsen. Jesus kann darin schlafen. Und so lag das Kind Jesus in der Krippe, umgeben von wärmender Liebe und dem Schutz Gottes, der nun bereit war, den Himmel verkünden zu lassen, dass das Kind geboren war. In dieser Nacht, gerade an der Stadtgrenze zu Bethlehem, hüteten einige Hirten ihre Schafe. Wie kannst du dein Schaf die ganze Nacht herumwandern lassen? Es sollte schlafen. Mein Schaf? Das ist doch deins. Du solltest es zum Schlafen bringen. Ich werde nicht dort hinübergehen. Achte du darauf. Nein, du. Nein, du. Schau, das ist doch keine große Sache. Du musst einfach nur nett zu ihm sein. Das ist alles. Was soll das heißen? Sag ihm einfach, es soll schlafen gehen. Hey, Schaf! Geh schlafen! Komm hier rüber, mein Junge. Zeit zum Schlafen. Komm her, hierher. Oh. Ich grüße euch. Habt keine Angst, ihr Hirten. Ich bringe euch eine wunderbare Botschaft. Heute Nacht ist eine wundersame Sache geschehen. Hier in Bethlehem wurde der Sohn Gottes geboren. Er ist Christus, der Herr. Der König Gottes ist gekommen. Sein Name ist Jesus und er schläft glücklich in einer Krippe. In einer Krippe? Geht und seht ihn an. Geht hin. Es ist die glücklichste Zeit der Welt. Ein König in einer Krippe? Hier in Bethlehem? Ich dachte immer, er wäre im Palast. Lass uns in die Stadt gehen und sehen, wovon der Engel gesprochen hat. Das habe ich doch gerade gesagt. Dann lass uns gehen. Da entlang. Hey, wo willst du denn hin? Geh zurück zu den anderen Schafen. Sagte ich nicht, geh zurück? Oh, alles klar. Aber benimm dich anständig. Schafe. Der Engel hatte recht. Schau. Er ist wirklich hier. Hallo zusammen. Was führt euch hierher? Wir kommen, das von Gott gesandte Kind zu sehen. Ein Engel ist gekommen und hat uns von ihm berichtet. Und dann kamen noch mehr Engel und sangen von Gottes Herrlichkeit und dem Frieden auf Erden. Der Engel sagte, es liege warm eingewickelt in einer Krippe. Genau wie dieses hier. Es ist wahr. Was der Engel sagte, ist wahr. Der Sohn Gottes, der König in der Krippe. marias Herz füllte sich mit Erstaunen, als die Hirten ihre Geschichte erzählten. Sie wusste, dass ihr neugeborenes Kind der Sohn Gottes war. In der Zwischenzeit, in fernen Ländern des Ostens, dem Morgenland, entdeckten weise Männer, die die Sterne studierten, etwas Neues am Himmel. Oh!
Auto überhält. Oh mein Gott! Oh, das doch nicht. Was ist denn hier los? Oh, ich bitte um Verzeihung. Aber nicht doch. Es war eindeutig meine Schuld. Nein, es war meine Schuld. Wirklich. Ich habe nicht auf den Weg geachtet. Ich habe einen Stern entdeckt. Genau wie ich. Was für ein Zufall. Das habe ich auch. Ich studiere die Sterne. Genau wie ich. Und wie ich. Ich komme aus dem fernen Osten. Ich komme aus dem nahen Osten. Ich komme aus dem mittleren Osten. Wart ihr je im hintersten Osten? Juhu, weise Männer. Hier unten. Ihr Brüder wisst nicht rein zufällig, wo dieser enorm große Stern herkommt? Das haben wir uns gerade auch gefragt. Wir haben diesen Stern noch nie zuvor gesehen. Es ist ein völlig neuer Stern. Es sei denn? Es sei denn? Der Stern ist ein Zeichen Gottes. Natürlich! Oh, ein Zeichen von Gott. Das muss es sein. Der Stern ist ein Zeichen Gottes? Ja, ich verstehe. Nein, ich verstehe nicht. Wovon sprecht ihr überhaupt? Verstehst du? Es wurde prophezeit, dass ein neuer, heller Stern die Geburt des neuen Königs verkünden würde. Tatsächlich? Und da ist er nun, der neue, helle Stern. Wunderschön. Weiter heißt es, wenn man dem Stern folgt, wird er einen zu dem neuen König führen. Oh, seht den Stern. Ein Zeichen Gottes. Der Stern ist ein Zeichen. Und werdet ihr ihm nun folgen? Selbstverständlich. Natürlich. Ohne Frage. We're gonna follow that star as long as it takes, no matter how far, guiding us on to the child, the chosen one. Starlight, star bright, glimmer of hope, glorious sight, shine on, shine on into the night, lead us to our dream, the newborn king. Oh yeah. What will we see? A palace of gold, royalty. Maybe he'll shine just like the star. Westwärts, weise Männer, und bringt uns die Nachricht. So brachen die weisen Männer aus dem fernen Osten auf. Sie folgten dem Stern, ohne je den Blick von ihm zu wenden, ohne zu wissen, wohin er sie führen würde. Seht, der Stern steht über Israel. Wir sollten zum Palast des Königs nach Jerusalem gehen. Der neugeborene König muss dort sein. Thank you.
Bitte vergebt mir, Eure Majestät. Verzeiht, dass ich euch wecke, aber eine höchst ungewöhnliche Sache ist geschehen. Sag mir endlich, was passiert ist. Und es ist besser etwas Gutes, sonst kommst du in den Kerker. Ja, selbstverständlich, Euer Majestät. Es ist so, es sind 3 Weise aus dem Morgenland zu Besuch gekommen. Ja, ja, und weiter? Sie sagen, sie seien gekommen, den neuen König zu sehen. Dann schick sie herein. Sie kommen, den neugeborenen König zu sehen. Wovon reden die? Glauben Sie, ich sei erst gestern geboren worden? Vielleicht dachten Sie, es gäbe einen anderen König. Einen anderen König? Absurd. Lächerlich. Wie kann es einen anderen König geben? Und wenn es jemanden gibt, der vorgibt, ein König zu sein, will ich wissen, wo er ist. Er wird es bereuen, das verspreche ich dir. Ja, Euer Majestät. Selbstverständlich, Euer Majestät. Aber was soll ich den Weisen aus dem Morgenland sagen? Sag ihnen, sie haben sich verlaufen. Nein, wenn ich recht überlege, hol meine Ratgeber. Beeil dich! Die Ratgeber! Die Ratgeber! Kommt hierher! Ja, Eure Majestät. Was wisst ihr über den neugeborenen König? Oh, er wurde geboren? Wer wurde geboren? Der König! Ich bin der König! Wir meinen den anderen. Welchen anderen? Den, von dem ihr sprecht. Der, von dem ich spreche? Ich weiß nichts von einem König, auch wenn offensichtlich jeder sonst von ihm weiß. Warum wurde ich nicht unterrichtet? Wieso spricht niemand mit mir? Aber wir wussten nicht, dass er schon geboren wurde. Wer? Der neugeborene König. Nun gut, wenn ihr so schlau seid, wo ist dann dieser neugeborene König? Die alten Geschichten sagen, er würde in Bethlehem geboren. Das sagen die alten Geschichten also, ja? Das soll mir genügen. Schickt die 3 Weisen sofort herein. Wer sagte, ihr sollt aufhören? Fächelt gefälligst weiter. Und der Rest geht zurück an die Arbeit. Eure Majestät? Hier sind die Weisen aus dem Morgenland. König Herodes, wir sind gekommen, um den neuen König zu sehen. Und wo habt ihr von diesem König gehört? Wir haben Gottes Stern am Himmel gesehen. Ein Stern von Gott? Ein schöner Stern. Ein heller Stern. Ein Zeichen Gottes. Wir wussten, dass der Stern uns zu dem neugeborenen König führen würde. Wir wollen ihm die Ehre erweisen. Dieser neue König ist nicht hier. Wo ist er dann? Er ist in Bethlehem. Ich meine, ich bin nicht sicher. Ich meine, vielleicht solltet ihr ihn suchen gehen. Ja, seht meine Sorge. Geht und sucht ihn. Und wenn ihr ihn findet, kommt und sagt mir, wo er ist. Ich möchte dem neuen König ebenfalls die Ehre erweisen. Genug jetzt. Genug jetzt! Dann verließen die Weisen den Palast. Sie sahen in den Himmel und erblickten den Stern von Neuem. Seht! Da ist er! Auf nach Bethlehem! Weisen folgten dem Stern bis hinein nach Bethlehem. Hier entlang! Kommt alle mit! Kommt und seht den neugeborenen König! Und dort, gleich über dem Stall, war der Stern. Die 3 Weisen wussten, dass sie zum richtigen Ort geführt worden waren. Wir kommen aus fernen Ländern. Um den neugeborenen König zu feiern. Dürfen wir eintreten? Aber bitte. Wir wussten, dass das Kind geboren war. Wegen dem Stern. Wir sind ihm den ganzen Weg hierher gefolgt. Wir bringen Geschenke. Die 3 Weisen gaben Jesus Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Vielen Dank. Wir danken dir, dass wir dem König unsere Ehre erweisen durften. Wir danken Gott für seine große Weisheit. Er hat uns seinen Sohn gesandt. Oh. Der Herr sei gepriesen. Ein Hoch auf den neuen König. Die drei Weisen gingen niemals zurück zu König Herodes, um ihm die frohe Botschaft der Geburt des Jesuskindes zu überbringen. Jedermann freute sich, dass Gott seinen Sohn gesandt hatte, den neuen König der Welt.